Herzlich willkommen zu unserer Mittwochsandacht. In der ganzen vorletzten Woche hatte ich noch Urlaub. Ich hatte den Urlaub genommen, um meinem Vater und seiner Frau, vor allem meinem Vater, zu helfen. Denn die beiden ziehen um in ein betreutes Wohnen aus ihrem Haus, in dem sie über 50 Jahre, zumindest mein Vater, gelebt hat. Meine beiden Schwestern, mein Schwager helfen und es gibt natürlich ein Umzugsunternehmen. Nötig war es aber, diesen Umzug vorzubereiten, auszusortieren, aufzuräumen. Entscheiden, was soll mit in die dann Zwei-Zimmer-Wohnung? Was braucht man dafür noch, was nicht? Wir haben es so gemacht. Mein Vater saß auf einem Stuhl. Er hat Lungenfibrose und kann sich nicht mehr so viel bewegen. Er ist auch 93. Und ich habe Regal für Regal, Schublade für Schublade angeschaut, alles rausgenommen, ihm hingehalten und immer gefragt, brauchst du das noch oder brauchst du es nicht mehr? Also willst du es mitnehmen oder soll es hier bleiben beziehungsweise soll es weggeschmissen werden? Und was da alles war? Neben all den Dingen auch Stapel von Papier. Ganz viele Erinnerungen, was er alles aufgehoben hat. Listen von Filmen und Bildern. Listen, was er mal angeschafft hat. Briefe von ihm an meine Mutter, von meiner Mutter an ihn. Briefe von uns Kindern, Kalender, Tagesnotizen, Einladungen und, und. Mein Vater konnte sich gut trennen. Er hat vieles noch einmal angeschaut, eine kleine Geschichte dazu erzählt, gesagt, das haben wir in Griechenland gekauft, das wollte deine Mutter so gerne haben, dafür habe ich eigentlich zu viel bezahlt. Und dann hat er gesagt, ach ja, und Kanten weg. Mein Vater konnte sich gut trennen und ich bewundere ihn dafür. Für mich selber wünsche ich mir das auch. Und ich habe es mir ganz fest für meine Pensionszeit vorgenommen. Die ist ja nicht mehr so weit hin. Überflüssiges will ich loswerden. Nachlassverminderung. Nachlassverminderung nennen meine Freundinnen das. Jedes Zimmer, jeden Schrank, einen nach dem anderen will ich durchschauen. Brauche ich das noch? Habe ich es im letzten Jahr benutzt? Oder hängen wertvolle Erinnerungen daran? Gelesen habe ich, dass Soziologen feststellen, dass die Zahl der Dinge in unserem Leben in den letzten Jahrzehnten um ein Mehrfaches gestiegen ist. Für mich trifft das sicher zu. Und bei meinem Vater habe ich gesehen, wie viel man zurücklassen kann, ohne dass es wirklich wehtut. Immer wieder liest man ja auch, wie gut man mit einer Beschränkung lebt. Weniger ist mehr. Das macht beweglicher, freier, klarer. Die Bibel erzählt, wie Jesus im Tempel von Jerusalem aufräumt. Er stößt die Tische der Verkäufer um, die am Rand der heiligen Hallen eine Art Markt aufgebaut hatten. Geldwechsler, Andenkenverkäufer, andere mit Tauben und Schafen, die man zum Opfern braucht, Geldgeklapper, scharfe Blöken, Marktgebrüll. Mein Haus soll ein Bethaus sein, aber ihr habt daraus eine Räuberhöhle gemacht, schreit Jesus und wütet weiter. Ja, das muss man wohl so sagen. Jesus erweist sich wie ein Berserker beim Aufräumen. Er macht das sozusagen mit Anlauf. Offenbar weiß er genau, was nötig ist zum Beten und was eben nicht. Wenn man aufräumt, braucht man diese Klarheit und man braucht auch ein Ziel. Bei Jesus geht es um den Neuanfang mit Gott. Loslassen, sich frei machen von so vielem, das kann auch beängstigend sein. Jesus erwartete von denen, die ihm nachfolgten, dass sie radikal losließen, das oder alles, was ihnen bisher wichtig war.
ihre Häuser und ihre Familien, ihren Besitz. So wie er, ein Wanderprediger, unterwegs zu einer ganz neuen Welt, so sollten seine Nachfolgerinnen und Nachfolger auch sein. Jesus hatte klare Vorstellungen, was sie mitnehmen sollten, und hat das auch aufgezählt. Keine Schuhe, keinen Beutel, stattdessen aber immer einen Freund, eine Freundin an der Seite und den Wunsch nach Frieden. Ich muss zugeben, ich reise mit größerem Gepäck, nicht nur in den Urlaub. So viel Mut, so viel Freiheit traue ich mir mindestens im Moment nicht zu. Aber diese Freiheit, sie beeindruckt mich. Und mir gefällt, wie Jesus einmal seine Jünger und Jüngeren fragt, ob sie denn je Mangel empfunden haben. Sie antworteten mit einem klaren Nein. Seine Nähe sei ihnen genug. Seine Worte machten satt. Das möchte ich lernen. Im Loslassen erkennen, was wirklich satt macht. Beim Wegwerfen spüren, was das Leben wirklich ausfüllt. So ein Umzug ist eine echte Chance. Ich möchte ein Gebet sprechen. Gott, du kennst mich besser, als ich mich selbst kenne. Du weißt, was ich im Laufe meines Lebens alles gesammelt habe und mit mir herumschleppe. Materielle Dinge, aber auch Seelisches. Bei dir kann ich meine Lasten abladen und loslassen. Deshalb bitte ich dich, hilf mir, dass ich das kann. Ablassen, abladen und auch wirklich loslassen. Gott, ich bitte dich, schenke mir, dass mein Leben mehr ist als die täglichen Dinge, als Anpassung und Gewohnheit. Schenke mir Abenteuer, das Verlangen und die Ergriffenheit. Gott, schenke mir, dass mein Leben mehr ist als Oberfläche. Schenke mir die Tiefe in der Gegenwart und in der Zukunft. Und Gott, erfülle mich mit deiner Geisteskraft für diesen heutigen Tag. Amen. Gott segne uns und behüte uns. Gott lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns seinen Frieden. Amen. Bleiben Sie behütet, gehen Sie in einen gesegneten Tag.